Und damit Halli und Nüsschen willkommen aus Florida zur 42. Folge unserer BPro-Karriere mit den Tampa Bay Lightnings. Wir sind zu Gast bei den Panthers. Ein absolutes Rivalenspiel, Derby Time. Es geht darum, wer die Nummer 1 in Florida ist. Und ja, und aktuell sind natürlich wir das, ganz klar. Wir sind richtig gut reingestartet. 7 Siege, eine Niederlage. Somit der Saisonbeginn bei uns. Die Panthers sind aktuell nicht mal von der Bilanz her positiv unterwegs. Der größte Pluspunkt der Panthers ist allerdings die Offensive. Die sind dort recht gut aufgestellt. Defensiv allerdings überhaupt nicht gut. Der Coach hatte vor der Partie auch nochmal mit uns gesprochen. Er erwartet weiterhin Siege. Wir haben die letzten 5 Spiele gewonnen. Also 5 Siege in Folge. Da wollen wir heute 6 von machen, ganz klar. Da müssen wir weiter drauf aufbauen. Der Coach glaubt an uns. Da ist die Führung. Direkt mal nach 5 Minuten liegen die Tampa Bay Lightning schon in Florida vorne. Sehr guter Beginn. Darauf wollen wir jetzt weiter aufbauen. Und natürlich auch persönlich vor allem jetzt herausstechen. So, schauen wir mal. Da hinten rein in die Ecke. Ja, leider gegen das Pad vom Goalie. Ich habe diesmal auch unten anvisiert. Normalerweise schieße ich zu oft in die Fanghand. Komm, macht mal ein bisschen gutes Pressing da. Stamkos. Ah, da war der Schläger gerade geblockt. Spielt der Goalie mit? Nee, dann muss der Verteidiger das machen. Guter Einsatz von ihm. Jetzt haben wir doch dummerweise uns noch das Icing eingefangen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Yes! Und das ist die Vorlage. Kucherov mit dem Treffer. Nikita trifft. Die Panthers können es überhaupt nicht fassen. 2:0 nach 7 Minuten oder was auch immer. Schussversuch von Erdbeer. Der Rebound direkt zu Nikita Kucherov. Und drin ist er. 2:0. Die Defensive der Panthers, ich habe es ja schon angesprochen. Hier wieder einmal. Na klar, es ist ein Rebound-Shot, aber trotzdem quasi nicht vorhanden. Der Konter über Erdbeer funktioniert auch ganz gut. Schussversuch. Ja, Schlagschuss natürlich, eigentlich einfache Sache für den Goalie. Wir bekommen die Scheibe, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet. So, nochmal hoch, ah, leider nicht. Damit beenden wir den Schiff, denke ich auch mal. Anschlusstreffer der Panthers durch ein Powerplay-Tor. Also in Unterzahl möchtest du hier auch nicht gelangen. Dann ist natürlich die Chance für Florida wiederum da. Kucherov schön vorne raus und 1 gegen 1. Und da ist es schon wieder drin. So schnell komme ich gar nicht mit. Stamkos trifft, Vorlage Erdbeer. Yes. 3:1 die Führung. Wir haben das Bulli zwar nicht gewonnen, aber Druck drauf gemacht. Und somit die Chance weiterzugeben. Den Puck hier auf 7 Stamkos, der dann einfach wieder mal trifft. Zwar wollen wir persönlich natürlich MVP werden. Ja, Stamkos ist aber so krass, unser Kollege hier. Wir schaffen es auf keinen Fall, hier MVP zu werden, ganz ehrlich. Guckt euch mal an, wie krass Stamkos unterwegs ist, ey. Und das Ganze war ja auch erst das erste Drittel hier. 3:1 die Führung der Lightnings in Florida. Wunderbare Vorstellung von uns. 3:1 die Führung, also nach dem ersten Drittel. Stamkos findet uns schon wieder da vorne. Perfekt. Wir bleiben wieder hängen. Stamkos macht einfach mal weiter. Wir kommen drauf im Powerplay. 1:10 noch Überzahlspiel. Da bahnt sich doch schon wieder das nächste Tor eigentlich an. Also jetzt lasst uns mal die Chance nutzen dazu. Erdbeer haut ihn hinten rauf. Erster Versuch direkt mal abgegeben. Weiter geht's. Tatat. Stamkos kriegt ihn nicht. Und weiter geht's. Nächster Angriff. Erdbeer wieder durch auf Kucherov. Nächster Versuch. Puck liegt da hinterm Tor auf Stamkos. Ihm einfach mal die Scheibe geben. Wahrscheinlich trifft er damit dann auch einfach schon. Jetzt wieder Kucherov beliefert. Wir rücken nach in der Center Position. Und ja, schlechter Schuss, muss man leider sagen. Naja, es gibt die nächsten 2 Minuten Powerplay gleich hinterher. Die Panthers geben sich hier gefühlt schon auf. Da kommt nicht mehr viel nach von Florida. Ja,
Ja, somit Überzahlspiel jetzt hier also für uns. So, letzte Minute in Drittel Nummer 2. Wir werden gerade nochmal angegriffen. Der Goalie freest ihn soweit. Sehr gut, 3:1 weiter die Führung. So, einfach nochmal den Konter werden vorne gut angespielt. Einmal links raus. Ah, Stamkos knapp verpasst. Zieh nochmal ab, Kucherov. Geblockt, nochmal ein Schuss. Oh, und der ging richtig haarscharf vorbei mit viel Kraft. Es geht also in die letzten 20 Minuten hier auswärts im Spiel. Nicht wirklich viele harte Aktionen. Die paar wenigen, die habe ich euch hier in den Highlights auch gleich natürlich gezeigt. Sonst viel Härte ist nicht drin. Aber auch nicht viele Chancen von Florida. Und da ist er drin. Was ein Tor. Kucherov, dritter Assist oder so heute von uns. Es war einfach ein Konter. Ich habe so reingeschwitzt in den Konter. Eigentlich wollte ich selber machen. Ja, Pad Save vom Goalie. Man sieht es hier nochmal, Pad Save. Ja, und dann ist Nikita Kucherov frei vorm Tor und hämmert ihn rein. Leeres Tor vor ihm. 4:1 die Führung, stark körperlich behauptet, zum Abschluss gekommen. Und den Rebound versenkt er natürlich ganz locker. Und drüber auf Stamkos. Warum ist er nicht drin? Oh, ich habe es gerade schon gesehen, wie der reingeht. Wir kombinieren hier wirklich traumhaft, wollte ich gerade sagen. Und auf mal geht schief. Naja, sind eigentlich richtig gut dabei. 17 Minuten gibt es noch, 3 Tore Vorsprung. Das kann uns hier eigentlich echt keiner mehr nehmen. Alter, was willst du jetzt? Verpiss dich. Oh, Headman gegen den Schlittschuh. Das ist gar nicht gut. Wir yeeten nochmal rein. Ich glaube, das haben sogar wirklich wir gerade gemacht mit einem perfekten Yeet. Nochmal links raus auf Braden Point. Komm, leg ihn rüber, Kompane. Ja, dann halt so. Und nochmal rüber. Ah, oh, ja, zu viele Beine, Schläger, Schlittschuh, wie auch immer dazwischen. 5:1 die Führung. Sehr gut. Also jetzt hat Tampa Bay das Spiel wirklich komplett unter Kontrolle. Florida hier ohne Chance. Und deswegen nutzen die hier gerade fast noch den Konter, oder wie? Ah, soweit alles klar. Also die versuchen so ein bisschen da in die Zone reinzukommen. Klappt überhaupt nicht. Nikita findet uns nochmal drüben auf der Seite. Wir ziehen ab. Boah, fast ein schöner Block, wenn das geklappt hätte vom Verteidiger, muss man ja ehrlich mal sagen. Oh, guter Poke-Check jetzt nochmal hinterher. Schade, schade, schade. Aber ja, spielt letztendlich eh keine große Rolle mehr. Geht nur um unsere persönliche Stats und natürlich um den Willen hier nochmal möglichst was abzuliefern. Komm rechts raus bitte. Dann haben wir Kucherov theoretisch. Aber was war das denn für ein Dribbling, Alter? Nochmal auf Stamkos. Der zieht ab. Wir kriegen den Rebound. Ah, schade. Wieder die nächste gute Chance gewesen. Wir gehen runter. Das war es aber auch schon mit der Partie. 5:1 in Florida gewonnen. Richtig gute Vorstellung, so wie es sein musste. Ja, die Panthers sind aktuell überhaupt nicht auf Augenhöhe. Ja, ein wirklich wichtiger Baustein, dieser Eddie Erdbeer, der auch mal Assists raushaut am laufenden Band, 3 Stück. Darauf kann der Coach natürlich auch stolz sein, freut sich dann und die Serie geht weiter. Wir simulieren jetzt noch die nächsten 3 Spiele. Mal schauen, ob die Serie diese 3 Spiele auch übersteht. Ja, die Spiele sind durchsimuliert, ihr seht die Ergebnisse und leider ist die Serie wirklich gerissen im Spiel gegen die New York Islanders. 5:2 haben wir verloren, keine Ahnung warum, die sind halt wirklich nicht stark mit einem 4-5-1, also 4 Siege, 5 Niederlagen, ich weiß nicht, wie auch immer die uns schlagen konnten. Ja, trotzdem, gegen die Capitals war es gut und auch gegen New Jersey lief es eigentlich recht gut. Somit 10:2 am Ende dieser Folge. Wir schauen mal auf die Stats dann also in unserem Team. Stamkos vorne weg mit 18 Punkten. Dahinter Nikita Kucherov mit 17 und wir mit 13. Gut, das ist eben die erste Sturmreihe, ganz klar. Auch wenn wir so ein bisschen hinterherhängen, muss man ja einfach mal so sagen. Uns fehlt da vor allem einiges an den Toren. Bei den Assists sind wir wirklich auf Augenhöhe mit den beiden. Stamkos ist aber auch gerade wirklich einfach auf einem Top-Niveau von den Punkten her. Also da ist er mit Patrick Kane zusammen vorne an der Ligaspitze. In der Atlantic Division führen wir ganz knapp vor Buffalo. Das sind so die beiden Top-Teams in unserer Division. Deutlicher Punktevorsprung mittlerweile schon. Und auch die Führung in der Eastern Conference vor Buffalo. Dahinter kommt erst Detroit, also ja.
Die Conference haben wir aktuell auf jeden Fall unter Kontrolle. Dann gibt es natürlich noch den gewohnten Ausblick auf die 43. Folge, auf die nächste. Es geht gegen Philadelphia. Wir werden bei den Flyers also zu Gast sein. Dann geht es noch nach Columbus, Buffalo und gegen die Pinguine aus Pittsburgh. Also so vier Teams, gegen die wir drei schon davon gespielt haben. Nur die Flyers sind neu. Die sind auch nicht gut reingestartet mit einem 4-5-1 bisher. Also schauen wir mal, was wir da erreichen werden dann in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.